Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion TD2 Ranglistenmodus mit Amon und Lukas wieder zusammen. Er spielt Fiesta, ich spiele Champion. Ja. Welcome to Nova. Den können wir gut zum Champion machen. Genau wie ihn, das ist perfekt. Ratten sind scheiße, die nehme ich deswegen nicht. Ich würde es, glaube ich, lieber so machen, weil Stichschaden ist ganz gut da. Magischer Schaden eher weniger. Die Archer sind natürlich auch geil. Aber wir starten hier einfach mal mit einem Mudman. Ganz klassisch. Mudman Start. Zack. Den mache ich nicht zum Champion. Das möchte ich nicht. Ich gucke lieber, ob ich ihn hier zum Champion machen kann. Oder den Elite Archer. Da drüben sind schon. Oh. Clanbild. Doch, da ist er. Okay, hier ist eine Gatling Gun. Wanderer. Ja, du hast ganz schön was durch jetzt. Dadurch, dass die Schnecke gekommen ist. Aber ich block das. Dafür bin ich ja jetzt hier da. Mit meinem super starken Mudman. So, am Anfang wird nicht viel sein mit großartig senden. Was machen wir jetzt? Wir könnten tatsächlich einfach einen Windfalken in den Split bauen. Ja, klingt einfach und ist es auch. Ein Schleim und noch so ein Proton. Okay. Da schicke ich noch was zusammen. 40 direkt. Und die gehen aber ordentlich schon auf Worker. Ach du Scheiße. Ja, ist aber okay. Aber wenn die jetzt schon wieder 40 geschickt haben, holy shit. Könnten einfach weiter Schnecken reinhauen. Gut, dann machen wir 5. Wir werden hier den einen schon mal upgraden. Ich schicke mal 2 Schnecken rein. Einfach um zu gucken, ob wir gut durchkommen. Weil die Gatling alleine, die wird nicht so viel aufhalten können, aber doch. Durch den kleinen Skelettmann hält die ganz gut aus. Ohne den wäre ich durchgekommen. Okay, wir machen King hoch. Das könnte auch eine Fiesta sein. Ich habe nicht genug für den Archer. Wir könnten noch einen Windfalken hin platzieren. Die sind eigentlich immer gut. Von der Verteidigung her. Auch noch ein Proton hin. Fertig.
Jetzt schon 100, holy shit. Vor allem alle beide. Das ist krass. Ich glaube, ich kann selber halten. Ja! Okay, wir hauen Worker rein. Können ein paar Worker pushen auf jeden Fall, dadurch, dass wir ordentlich Geld bekommen haben. Jetzt schon 8 Stück. Das ist auch nicht schlecht. Okay. Archer und noch ein Skelett. Ich werde jetzt den Madman verstärken für die nächste Runde. Ich werde noch einen Windfalken hin platzieren. Okay, Wolfsstrategie. Das ist Fiesta. Davon bin ich überzeugt, dass das auch Fiesta ist. So, wir platzieren noch einen Windfalken. Oder können wir ihn upgraden? Ne, 180. Ich spaziere ein, Madman verstärken und Atom ausbauen. Okay. Madman habe ich extra verstärkt. Dann baue ich jetzt meine Elite-Archer hin, auf jeden Fall. Wir müssen auf Stichwaves gehen. Nein, wäre für mich super gut. Die 9 wäre für mich super gut. Weil da hat er noch nichts. Jetzt 200, das ist schon stark. Das kann ich nicht halten. Hat sogar ein Mimik reingeschickt. Das wird kein leichter Kampf. Der wird richtig hart. So, stellen den Sarg hin. Und mehr kann ich schon gar nicht machen. Großartig. Ich könnte hier auch noch ein paar Atome hinsetzen, aber es macht, glaube ich, keinen Sinn. Da hole ich lieber noch einen Worker nächste Runde. Ja, nächste Runde ist gut für mich. Bei Stich kacken alle ab, außer die Gatling Gun. Hat schon die Vulkankanone.
Holy shit. Drache rein und fertig. So, Golem aufgewertet. Dann können wir auf jeden Fall noch zwei Worker holen nächste Runde. Hat er ein bisschen was rausgehauen. 60. Also, ich habe so das Gefühl, das wird wirklich eine harte Runde. Wir könnten auf 11 gehen. Auf 13. Okay, dann hole ich jetzt keinen Worker. Dann nehme ich mein Geld und pack das in Einheiten. Zu viele Wölfe, ey. Elite Archer aufgewertet. Dreifach Bogenschütze. Ja, hätte ich auch gemacht. Weil jetzt auf der 10 kann ich mit den Windfalken noch ein bisschen was reißen. Ja, der Golem hat gut abgehalten. Ja, das kann ich auf jeden Fall auch Worker aufbauen. Ja, wir sollten Einkommen nehmen, wenn wir so lange sammeln. Ich warte den Vogel auf. Ja, den verstärken wir. Ja, magischen Schaden habe ich aber auch nicht. Außer ihn halt jetzt, den aufgewerteten Vogel. Der Flächen Blitzschaden macht. Hat einen Fürsten. Fürst des Todes. Können auf jeden Fall noch zwei gehen. Ist gar nicht so leicht. Er hat schon übelst viele Köter. Ja, da ist 14 nicht schlecht. 14 kann ich das down machen. Ich brauche aber auf jeden Fall. Ja, okay, hat zwei Madmans hingestellt. Okay. Wir könnten den Ogre reinhauen. Oder ihn. So, jetzt kann ich hier meinen Feuerfürsten an die Seite platzieren schon mal. Den Sarg eine Stufe aufwerten. Ja, nee, den brauche ich nicht.
Das kriegen wir noch zusammen. 60. Eine Brut könnte ich noch einsetzen. Let's go, boys. Golem verstärk. Ja, hat ein Ohr reingeschickt. Golems sind weg. Ich glaube, ich komme trotzdem nicht durch. Nee. Ja, auch plus 85. Also es kommt auf jeden Fall durch. Und hier wird es noch ganz gut abgewehrt. Ja, geht ein bisschen auf die Fresse, aber den hier King ist gar nicht aufgewertet. Das heißt, wir können auf jeden Fall ein paar Blocker holen. So, wir machen. Was machen wir denn? Wir rollen mal. Nehmen den DAX. Der ist gut. Und den Wanderer nehme ich noch mit. Ja. Das sieht gut aus. So, jetzt muss ich mal kurz reingucken. Gehen auf 16 oder 17. Okay. Ich habe zwar wenig Worker, aber ich komme auch nicht wirklich dazu, welche zu holen, weil ich die ganze Zeit verteidigen muss. Könnten tatsächlich auf, ja, 16 kriegen die gut auf die Fresse, ne? Ich baue den Phönix auf. Den verkaufe ich, damit ich einen aufwerten kann. Wir haben 4 Stichschaden. Brauchst du eine Mischung aus Stich und Aufprall? Ich habe trotzdem viel zu wenig Worker. Ja, ich merke das schon. Deswegen kann ich halt auch nichts aufbauen. Okay, wenn wir hier müssen, dann hauen wir auf jeden Fall ihn rein. Ja, ich muss mal ein paar Sekunden überlegen, so schnell geht das nicht. So, Elite Archer hauen wir raus. Den verkaufe ich, um Upgrades zu machen. Ich habe keine Kohle, Alter. Ich bin 915 zurück. Der will mich aber auch nackt machen. Was machen wir? Blut mit rein. Keine Schnecke. Keine Schnecke, der hat ein Hades. Ah, ich habe nur noch den Linken verstärken können. Ganz vergessen. Bis 15, aber wir sind ganz gut dabei. Der ist natürlich sofort down, aber ich auch.
Ah, diese scheiß Kanone. Aber es ist übelst viel durchgekommen. Und die Hexen, jawohl. Also das war, das ist wirklich super Teamspiel, weil ohne dieses Zusammenspiel wären wir jetzt hier schon verloren gewesen. Krasser Shit. Victory. Ja, es war wirklich hart. Perfekt, das war eine weitere Runde von Legion. Ranglistenmodus. Schaut doch gerne bei den anderen Videos vorbei, zum Beispiel hier. Da gab es die Giant Giga Snails. Ja, Giga Mercs gespielt. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt von Legion TD2. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.